Irgendwie will die Zeit gar nicht vergehen. Langweilst du dich? Das nicht. Aber ich warte. Worauf? Auf den Postboten. Du kannst mir in der Zwischenzeit ja helfen. Ich muss für die große Gruppe morgen noch ein paar Möhren schneiden. Hier ist das Messer. Wie groß sollen die Stücke sein? So etwa 1 Zentimeter. Und du meinst, da vergeht die Zeit schneller. Ob schneller, das weiß ich nicht. Jedenfalls vergeht sie. Immer 1 Zentimeter, 1 und 2 und 3 und 4. Jeder Zentimeter dauert 1/2 Sekunde. Genau, wenn man intakt bleibt. Und, vergeht die Zeit schneller? Schneller. Ich weiß nicht, ich kann es irgendwie nicht richtig beurteilen. Die Zeit vergeht immer gleich. Sekunde für Sekunde, Zentimeter für Zentimeter. Du meinst, die Zeit ist genauso gleichförmig wie der Raum. So wie jeder Zentimeter gleich groß ist. Klar, Zeit ist genau wie Raum. Jedenfalls, wenn du einen guten Zollstock hast. Aber Zeit kann man nicht abschneiden. Und der Tag gestern ging viel schneller vorbei als heute. Wahrscheinlich, weil du da nicht auf den Postboten gewartet hast. Erwartest du etwa einen Liebesbrief? Du scheinst ja sehr gespannt zu sein. Gespannt wie eine Feder. Ja, gespannt bin ich. Das ist wahr. Ich komme mir wirklich vor wie eine Feder, die alles überspannt. Von heute früh über Mittag bis endlich der Postbote kommt. Du meinst, in dir spannt sich die Zeit? Genau. Das ist der Unterschied zu den Möhren. Die kann ich zerschneiden Stück für Stück. Die Zeit, die ist wie ein untrennbarer, gespannter Bogen. Du meinst, wenn man den zerschneiden würde? Dann hätte man das Wertvollste davon zerstört. Dann hätte man die Zeit totgeschlagen. Genau das, was wir jetzt gerade tun. Zeit totschlagen. Eine seltsame Formulierung. Aber daran sieht man, dass die Zeit was Lebendiges ist. So was Ähnliches habe ich mal bei einem Franzosen gelesen. Ich glaube, Bergson hieß der. Für den war die Zeit so eine Art lebendiger Schwung, mit dem abtellenden, zählenden Verstand nicht zu erfassen. Womit denn sonst? Mit einer Art Intuition. Klingt nicht gerade sehr rational. Ah, es klingelt. Das ist der Postbote. Ich mach ihm auf. Tschüss! Aber das muss doch noch geschnippelt werden. Ah, meine Intuition sagt ganz deutlich, dass meine Post jetzt wichtiger ist als dein Verstandgeschnippel. Oh, es ist der Stromableser. Jetzt schnippelst du aber weiter.